Willkommen zurück zur nächsten Folge unserer PES 22 Arsenal Karriere. Heute Champions League Viertelfinale gegen Villarreal, nachdem wir uns ja sensationell in der letzten Folge gegen PSG im Achtelfinale durchsetzen haben können, sind wir jetzt im Viertelfinale angekommen und dort treffen wir auf die Spanier, auf die Mannschaft, die 2021 die Euroleague gewonnen hat. Und dementsprechend sind wir uns sehr bewusst, dass das hier heute keine leichte Aufgabe wird. Es geht also gegen Moreno, Paco Alcácer, Chukwueze und Coran. Eine sehr interessante Mannschaft, definitiv Villarreal. Also da treffen wir auf eine aufregende Mannschaft. Rulli im Tor, Viererkette, dann Vierer Mittelfeld und vorne eben Gerard Moreno und Paco Alcácer, der Ex-Dortmunder. Pino, deren absolutes Megatalent, nur auf der Bank. Pau Torres in der Abwehr, auch ein sehr interessanter Mann. Ramsey bei uns im Tor, Mukiele, White, Tah, Tavares, Chagat, Partey, Smith-Rowe, Pepe heute vor Saka, Ødegaard und Jonathan David vorne drin. Nketiah, unser Super-Joker, natürlich auf der Bank. Und ich bin, gehypt auf die Partie. Ich hoffe, wir können hier für klare Verhältnisse sorgen, denn Champions League Halbfinale wäre der absolute Wahnsinn. Partey, der erste Heber für Ødegaard. Super Tor, Traumtor. 1-0 nach 6 Minuten, Martin Ødegaard. Mein Capitano geht voran. Oh, ich bin so verliebt in den Jungen. Wow. Ist ja der Wahnsinn, wie geil der Pass war und was Ødegaard daraus macht. Wir haben das schon so häufig gesehen, dass wir diesen Pass gespielt haben, dass das Ding aber so überhaupt nicht aufs Tor ging. Und jetzt ist er drin. Hier nach wenigen Minuten das Auswärtstor, weil hier gibt es ja noch die Auswärtstorregel durch Partey und Ødegaard. Sehr, sehr stark. Der kriegt unser Sechser einfach zu viel Platz. Ødegaard läuft ein. Der Chipball ist perfekt. Und Ødegaard dann technisch überragend ins Tor damit. Zum 1-0 hier gegen Villarreal. Eine absolute Schönheit von Tor. Und ja, das wichtige Auswärtstor für uns. Mukiele, der nächste Ball im 16er von Villarreal. Kommt nicht durch. Querpassversuch ist gescheitert. Aber Rulli scheitert hier auch am Abstoß. Der Abstoß von Pepe, der gegen Paris ja das wichtige Tor gemacht hatte. Ist aber dann gar kein Problem. Warte, Ødegaard. Oh, und dann haben wir Glück. Und Pau Torres kriegt gerade so noch den Fuß vor beim Abschluss von Jonathan David. Der Blick hier nochmal rauf. Hier mit etwas Glück kommt der Ball durch zu Jonathan David. Und dann ist Pau Torres noch davor, der hier, ich würde sagen, das sichere 2-0 verhindert. Smith Rowe mit der ersten Ecke der Partie. Die kommt hinten für Ødegaard. Zweiter Ball ist noch gut. Und der ist bei Nicola. Oh, Pepe. Ich habe den so drin gesehen. War der nochmal abgefälscht? Ich glaube schon, oder? Der Schuss. War der nochmal abgefälscht? Ich konnte es jetzt nicht erkennen. Ja, war er. Also noch eine Ecke Smith Rowe. Dieses Mal richtig von Mukiele. Rulli ist da, direkt abgelegt und dieses Mal ist er drin, Nicola Pepe, jetzt macht er das Ding. Tavares sehr gut reagiert, hat ihn auf dem rechten, Tavares ist ja Linksfuß und deshalb war es schlau von ihm da nochmal rüber zu spielen in den Lauf von Pepe und der konnte dann sehr, sehr gut abschließen zum 2-0. Also der Startelf-Einsatz hat sich auch gleich mal gelohnt, hier nach 30 Minuten die 2-0-Führung für die Gunners durch Nicola Pepe. Die Ecke von Smith Rowe landet beim Torhüter, der kann ihn nicht festhalten, landet direkt bei Tavares, der legt ab und dann Nicola Pepe mit einem etwas schwächeren Rechten genau neben den Pfosten, keine Chance dann für Rulli den zu halten. Und ja, wir sind aktuell da, machen hier das 2-0, zwei Auswärtstore, das ist schon sehr, sehr stark. Chaka, nächster Heber, quergelegt und wie das ist Pau Torres, der Jonathan David komplett in Manndeckung nimmt. Verständlich, aber wieder sehr, sehr schön gespielt. Auch der Ball war eine gute Idee, aber dieses Mal sind sie dann doch dazwischen, die Spanier. Oh, jetzt mal Villarreal. Erste Chance im Durchgang 2, es hat lange gebraucht. Und dann steht Moreno völlig frei. Mit dem ersten Abschluss machen sie ihr erstes Tor. Und plötzlich ist hier alles wieder knapp. Also gut gespielt. Wir laufen nur hinterher in dieser Szene. Und dann, ja, stimmt die Zuordnung da einfach nicht. Wir wechseln das doppelt. Wir laufen gerade nur noch hinterher. Partey geht runter für Lokonga. Und Pepe macht Platz für Saka. Smith Rowe durchgesteckt für Saka. Da ist die Riesenchance für unseren Joker. 3-1. Es ist nicht verdient, aber es ist nun mal die Realität. Let's go. Wir sind hier unterlegen in Durchgang 2. Es spielt eigentlich nur noch Villarreal seit der 60. Minute.
Und dann machen wir das Tor durch Bukayo Saka, der eingewechselt wurde für Pepe, wie ihr ja gesehen habt. Und wir liegen uns in den Arm. 3 Auswärtstore, 3:1, wenige Minuten vor Schluss. Sehr, sehr stark und ja, eingeleitet von Tavares, der dann auch umgegrätscht wurde, Smith Rowe. Und dann perfekter Laufweg, perfekt durchgesteckt, perfekt abgeschlossen. Ein perfektes Tor für ein ziemlich perfektes Ergebnis im Hinspiel, würde ich behaupten. Und ja, jetzt haben wir noch mal ein bisschen Zeit zum Wechseln. Und dann nehmen wir dieses Ergebnis sehr, sehr gerne hier heute mit. Für den letzten Wechsel geht unser Kapitän und Torschütze des 1:0 runter. Für ihn kommt Martinelli. Lokonga. Martinelli und Jonathan David. Oh, fast noch das 4:1. Oh, ja, 4:1. Das Halbfinalticket ist es schon so gut wie gebucht. Saka Doppelpack. Let's go, was ein Joker. Let's go. Villarreal völlig eingebrochen. Die sind völlig gefrustet nach dem 1:3. Die machen nur noch Scheiße da hinten. Schon wieder so ein komischer Pass, den Saka dann abfängt, direkt auf Jonathan David. Dann noch sehr, sehr stark pariert von Rulli. Sehen wir jetzt hier nochmal hier. Was soll dieser Pass denn? Saka ist da, stark pariert dann hier von Rulli, aber Saka ist wieder da und macht sein zweites Tor. 4:1, 4 Auswärtstore. Also das hört sich sehr, sehr gut aktuell gerade, ja, alles an für die nächste Runde der Champions League. Eine letzte Chance hat Villarreal nochmal. Ramsdale sehr stark pariert und dann sollte jetzt Schluss sein. Es ist Schluss, wir gewinnen 4:1 auswärts bei Villarreal. Zwischen den beiden Champions League Viertelfinalpartien liegt die Partie gegen die Wolves. Die wollen wir jetzt einmal schnell simulieren und dann gehen wir ins Rückspiel rein. Das Rückspiel, denke ich, werde ich nur die Tore zeigen, dann können wir in dieser Folge noch gegen City spielen, denn am Aufnahmetag hat Arsenal gerade sehr, sehr bitter 2:1 gegen City verloren und dann nehmen wir das hier noch mit und wir verlieren in der Simulation 2:4 gegen die Wolves und dadurch ist das Duell nachher gegen City nochmal richtig, richtig wichtig, denn da geht es um die Vizemeisterschaft. Jetzt aber nochmal rein gegen Villarreal, voller Fokus und dann Einzug ins Champions League Halbfinale. Ich kann es selbst kaum glauben. So, rein geht's jetzt also ins Rückspiel. Durch diese Niederlage gegen Wolves ist jetzt übrigens auch klar, dass wir die Ligameisterschaft nicht holen können. Also ist Liverpool jetzt einfach schon am 33. Spieltag Meister. Das ist komplett krank. Das hier ist unsere Mannschaft. Ordentlich rotiert, würde ich behaupten. Auch Villarreal hat ordentlich rotiert, unter anderem auf der Torwartposition. Rulli, der eigentlich gar nicht so schlecht war, fand ich, ist raus. Asensio in der Startformation, der ist, glaube ich, auch in echt deren Stammkeeper und auch ansonsten unter anderem Dia zum Beispiel vorne reingerückt. Ja, und ich würde sagen, starten wir rein. Ich hoffe, ihr kriegt einige Tore zu sehen. Gespielt und da ist Saka, Saka 1:0. Der Mann, der Joker aus dem Hinspiel. Macht auch gleich hier wieder in der 6. Minute das Tor. Ich glaube, das Tor von Ødegaard im Hinspiel fiel auch in der 6. Minute. Sehr, sehr stark gemacht. Von Bukayo Saka ruhig herausgespielt über Bissouma, Mukiele. Dann steht er da völlig frei, dreht Pau Torres einmal schön ein und der Schlenzer ist dann perfekt. Schwierig für einen Torhüter, weil auch sehr schlechte Sicht. Und ja, ich denke, jetzt bräuchte Villarreal 4 Tore für die Verlängerung. Ich glaube, wir können schon mal das Halbfinale buchen. Saka, Balogun. Balogun, die endgültige Entscheidung zum Beginn von Durchgang 2. Es steht 6:1 in Gesamtbetrachtung. In der Gesamtbetrachtung. Und es sieht danach aus, als würde sich hier im Duell der letzten beiden Europameister, oder wie nennt man das? Euroleague-Meister, wahrscheinlich eher so. Europameister ist ja eher die Länderspiele. Ja, als würden wir uns da durchsetzen. Und ja, es ist super gespielt, es ist toll gemacht. Ich glaube, Villarreal hat gerade die Defensive direkt aufgegeben zum Durchgang 2, verständlicherweise. Und jetzt brauchen sie 5 Tore. Jetzt Pau Torres, der aufgerückte Innenverteidiger, macht zum, ja, wie sollen wir es nennen, Ehrentreffer oder ist das schon ein Anschlusstreffer? Auf jeden Fall macht er das 2:1. Nochmal die Chance, die Riesenchance kurz vor Schluss. Für den Ausgleich zumindest mal im Rückspiel. Ja, es bleibt beim 6:2, wie es aktuell aussieht.
Hier hätten auch noch deutlich, deutlich mehr Tore fallen können. Und jetzt fällt fast sogar noch eins, weil beide Mannschaften nicht wirklich auf die Defensive fokussiert waren, sondern eher aufs Offensivspiel. Und am Ende bleibt es beim 2-1. Wir stehen mit dem FC Arsenal im Jahr 2022, 2023 im Halbfinale der UEFA Champions League. Und das gegen unseren Ex-Trainer ja auch noch ohne Emery. Bayern leider raus, schade, auf die hätte ich Bock gehabt. Barca ist noch drin und tatsächlich Olympique Marseille. Wenn wir UM bekommen, dann ganz ehrlich, dann gehen wir hier vielleicht sogar ins Finale. Die beiden spanischen Vereine sollten aber richtig schwere Brocken werden. Mal gucken, was es dann wird. Als nächstes geht es gegen Norwich in der Simulation und dann wollen wir nochmal gegen City spielen. Jetzt wird da unten aber gleich stehen, gegen wen es rangeht. Es geht gegen Atletico de Madrid. Ich würde fast behaupten, dass die sogar das Schwierigste los sind, die Madrilen, weil ja, Barca, die sind natürlich im Umbruch, auch wenn sie hier im Spiel, denke ich, noch ganz gut sind. Und Marseille ist halt nur Marseille, ne? Wir gewinnen auf jeden Fall gegen Norwich. Das ist schon mal gut im Hinblick auf die Partie jetzt gegen Manchester City. Denn Manchester City und uns trennt ja nur ein einziger Punkt. Wir würden sehr, sehr gerne die Vizemeisterschaft mitnehmen und vielleicht den Champions League-Titel. Das wäre so krank, wenn wir die Arsenal-Karriere wirklich mit dem Henkelpott beenden könnten. Grealish und Ødegaard, beide Flügel, die ja erst seit 2021 im Verein sind, sind die Kapitäne beider Mannschaften und wir blicken auf die Startformationen. Ja, bei uns fehlt leider Mukiele heute. Bei City sehe ich wiederum keinen De Bruyne. Bellingham dafür am Start, das ist auch heftig. Nochmal Mannschaftskreis bilden und wir gucken jetzt auf die Formation. Ramsdale im Kasten, die Viererkette davor heute. Rechts wieder einmal Tomiyasu, White, Tah, Tavares, Xhaka, Tolisso, Smith Rowe, Ødegaard, Saka und Jonathan David kehrt auch zurück in die Startformation. Nächstes Spiel hier nach ist schon das Spiel gegen Atletico, also das dann in der nächsten Folge. Und das hier ist City mit Neto im Tor, Walker, Ake, dann Stones, Zivchenko, Rodrigo, Bellingham und Foden, zwei der größten englischen Talente, Grealish, Bernardo Silva und Sterling als Stürmer. Sehr interessant, ich bin gespannt auf die Mannschaft und wir starten rein in das Duell um die Vizemeisterschaft. Smith Rowe gleich durchgesteckt, Jonathan David probiert es mit dem Heber. Oh, ich habe mich verunsichern lassen dadurch, dass Neto rausgelaufen ist. Ich hätte einfach schießen müssen. Hätte ich normal geschossen, wäre der safe drin. Ich habe mich richtig verunsichern lassen dadurch, dass er da rauskam. Aber er ist halt wieder zurückgegangen. Dann und dann war es die falsche Entscheidung. City mit aggressivem Gegenpressing. Das zwang uns hier zu einem Ballverlust. Tomiyasu ist da, klärt zur ersten Ecke der Partie. Getreten vom Ukrainer Zivchenko, kurz ausgeführt auf den heutigen, zumindest mal nominellen Stürmer, Sterling, die nächste Flanke, die reinkommt, wieder geklärt von Tomiyasu, der ja defensiv ein echt guter Rechtsverteidiger ist, aber in der Offensive natürlich eine Mukiele in einigen nachsteht und dementsprechend unser Spiel sich auch etwas verändert, wenn der Japaner da auf der rechten Seite agiert. Tolisso, ein super Wintertransfer, aber da war ich wohl etwas zu voreilig. Jetzt haben wir den Ball wieder. Und die nächste Chance haben wir auch über Saka, Bukayo Saka, spitzer Winkel. Er probiert es einfach. Neto ist dann da und das wird als Freistoß für City gewertet. Jonathan David, Koko, raus auf Tomiyasu, Ødegaard, Ødegaard, 1-0 Gunners. 1-0 Gunners, Führung gegen City. Let's go. So war es in der Realität auch. Nicht zu voreilig sein. Und vor allem keine dumme gelb-rote Karte kassieren. Ødegaard macht wieder das 1-0, wie schon im Hinspiel gegen Villarreal. Super gespielt. Tomiyasu mit der Vorarbeit. Und dann, ja, lässt er da Ake keine Chance. Der sieht schlecht aus. Neto kann aus der Distanz dann nichts mehr machen. Es ist die Führung für die Gunners und aktuell der relativ sichere zweite Platz in der Meisterschaft. Kai Osaka. Nächster Anlauf über ihn, über den Flügel. Stones gerade so noch zur Stelle, sonst wäre es hier eine sehr, sehr große Chance für uns gewesen. Und City, die suchen gerade so ein bisschen sich selbst, habe ich das Gefühl. Vielleicht haben sie sich gefunden. Ja, sie haben sich gefunden. Mann, das war scheiße, weil ich hatte es eigentlich geklärt. Eigentlich wusste ich, was ich machen muss, um das zu klären. Es war stark, Sterling hier, der Doppelpass, Ben White lässt sich zu weit rausziehen, aber eigentlich hatte ich auf Tavares gewechselt, wollte mit Tavares da den Ball holen, hätte ich glaube ich auch geschafft. Aber dann habe ich irgendwie nochmal gewechselt oder das Spiel hat gewechselt auf Ben White oder so und dann, ja,
bin ich nicht mehr reingekommen. Sterling mit dem direkten Ausgleich, wenn man so will. Sterling, nächste Chance für den ehemaligen Liverpool-Spieler. Tolisso mittlerweile gelb gesehen nach einem sehr unnötigen Foul an Foden, der jetzt auch erstmal zur Behandlung draußen ist. Also erstmal Überzahl für uns jetzt vielleicht ein paar Minütchen. Saka, ah, da hätte ich einfach mal weghauen sollen, das Ding. Wir wollen es aktuell alles zu spielerisch lösen. Tavares, Ödegaard, Ödegaard, Mann, ich hasse das in PES. Es ist anders als in FIFA und darauf komme ich nicht klar. Wenn du auf den Torwart zuläufst, bleibt der Torwart, ist der Torwart nicht schnell genug, um mitzukommen. Und deshalb ist er immer im langen Eck. Man kann eigentlich so easy ins Freie, ins Kurze schießen. Aber weil man normalerweise halt gegen die Laufrichtung des Torhüters schießen möchte in solchen Szenen, oh, ist das einfach immer die falsche Entscheidung, die ich da treffe. Das hätte hier das 2-1 fast schon sein müssen. Die Flanke kommt nicht durch. Bernardo Silva am 16er Ramsdale kann den Querpass abfangen. Es ist eine absolut offene Partie, auch zum Beginn von Durchgang 2. Weiß ich jetzt nicht. Weiß ich wirklich nicht. Och man, dann eine Ecke. Ich hasse Standard-Gegentore. Also. Ja, Führung für City. Es geht in Ordnung, aber war jetzt kein schönes Tor, ne? Und zwar kommt in die Partie der Joker himself in Ketia für Jonathan David und auch Lacazette kommt für Smith Rowe. Oh, ganz langes Ding für Lacazette, oh, wenn der Querpass durchkommt, dann ist es ein Tor. Es laufen die letzten 10 Minuten. So, letzter Wechsel, Tomiyasu geht runter. Pepe kommt für die letzten Sekunden auf die aufs Feld. Und da ist die Chance. Da ist die Chance! Nketiah gehalten. Nochmal. Tavares, die Flanke. Nochmal gehalten. Ey, das kann's nicht sein. Was ist das denn? Neto wird hier zum absoluten Held von City. Und den Ball gibt's nicht mehr. Oh, wie hält er die denn beide? Oh, wir hatten es noch in der eigenen Hand. Wir hatten es in der eigenen Hand. GG an City. Ah, das war unnötig. Absolut ausgeglichene Partien. Unentschieden wäre hier so fair gewesen. Alles gleich. Wir haben einen Fehlpass mehr gespielt als City. Sonst ist hier fast alles gleich. Und wir sind so gleich auf, auch in der Liga. Jetzt sind sie allerdings 2 Punkte vor uns. Ja, hier dann nochmal die Tabelle. Wir verlieren also den Platz an City. Wir haben natürlich noch ein paar Spiele, um das vielleicht wieder wettzumachen. 3 noch, aber ja, weiß ich nicht, ob das was wird. Nächste Folge auf jeden Fall gegen Atletico. Da habe ich schon Bock drauf, das Hin- und Rückspiel. Vielleicht dann das Champions-League-Finale in der allerletzten Folge. Gegen Liverpool müssen wir auch nochmal ran. Das werden wir auf jeden Fall auch nochmal selbst zocken. Und dann würde ich sagen, lasst gerne einen Daumen da, lasst ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Macht es gut und ciao.